Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ein Feuerball-Magier-Bild. So ein Feuerball, Junge! Sofort Shoutout an die Community und vor allen Dingen an Skoppel. Zusammen mit Skoppel habe ich den gebaut. Skoppel hat den Anfang gemacht, ich habe es finalisiert. Und den werde ich euch heute vorstellen. Einmal alles drum und dran. Unter dem Kugelblitz-Magier-Bild habe ich schon ein paar Kommentare gesehen. Ich habe ein, zwei Sachen vergessen und heute, Leute, der Build ist unten mit D4 Build gebaut, komplett, da könnt ihr alles nachverfolgen. Deswegen werde ich hier nicht so viel zeigen zu den Fähigkeiten, zu den Paarungen im Build und, sondern ein bisschen mehr erklären dazu, was wir uns dabei gedacht haben. Ich muss direkt dazu sagen, der Build unten, den ich markiert habe, der ist schon komplett ready, also so wie ich ihn spielen werde, so wie er final sein soll. Hier fehlen mir noch ein paar Sachen. A, die Herzen, B, der Schmuck. Also der Schmuck bei mir ist noch so, so schlecht. Ich könnte so viel stärker sein, wenn ich den besseren Schmuck hätte. Ich würde sagen, ich kill hier mal nebenbei ein paar Gegner, damit ihr zwischendurch auch ein bisschen Schaden seht. Und erkläre euch ein bisschen was zum Bild. Der Bild basiert relativ stark auch auf dem Kugelblitz-Bild. Ich weiß nicht, ob das am Kugelblitz-Bild liegt oder eher daran, dass der Magier 3, 4 Grundsachen hat, die sowieso immer dabei sind. Kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall sieht man schon, Teleportation ist dabei, Frostober ist wieder dabei und beide Schilde sind dabei. Das ist also relativ ähnlich wie auch beim Kugelblitz-Bild. Außerdem wieder auch die gleiche Rüstung, Gewand des Unendlichen, ist wieder mit dabei, weil Teleportation, die Betäubung und das Ranziehen ist einfach zu wichtig, um darauf zu verzichten. Deswegen, ganz, ganz wichtig, nehmt die Teleportation mit vom... der Rüstung, die ist wirklich essentiell, um nochmal richtig Schaden reinzuhauen. Weil gerade wenn die Gegner betäubt sind, das werdet ihr im Paragon-Board sehen, macht ihr nochmal richtig viel mehr Schaden. Außerdem kriegt ihr dadurch mehr Mana, das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und ich würde sagen, wenn ich die hier gekillt habe, dann gehen wir mal rein in die Analyse. Ah, den noch. Okay, so, gehen wir mal rein. Also, ganz wichtig, Stab des endlosen Zorns, der gibt Schaden zu Feuerball. Esus Erbstück, ganz wichtig, gibt nochmal Crit-Chance. Verwegenheit rein, seitdem die das verbessert haben, gibt das hier nochmal 1000 Max-Life, sehr nice. Handschuhe des Erleuchters, Ränge zu Feuerball, ist nicht mal zum Max-Roll hier, geht auf jeden Fall noch mehr. Gewand ist unendlich, hatte ich gerade schon gesagt, extremst wichtig. Kopf, da braucht ihr kein Unique, aber Abklingzeit wichtig, Max-Life habe ich hier drin, Intelligenz. Auf jeden Fall Abklingzeit, Max-Life, der Rest ist nicht so wichtig. Und den Aspekt Glückstrefferchance erhöht bei Barriere. Und ich glaube, hier haben wir auch was drin, was relativ ungewöhnlich ist. Diamanten in den Rüstungen, weil wir sind hier auf Barriere aus, weil das die Glückstrefferchance erhöht. Und mit Glückstreffern haben wir die Möglichkeit, die Gegner zu verlangsamen. Und mit Verlangsamen kriegen wir mehr Mana, wenn wir hier den Aspekt Umbral drauf haben. Ihr erinnert euch daran, der Aspekt, der auch auf dem Druidenbild drauf ist, der euch bis zu 4 Mana pro Crowd-Controlled Enemy unter Kontrollverlust leidenden Gegner gibt. Schwierig, ja. Also wie gesagt, meine Ringe sind noch nicht perfekt. Schaut da auf jeden Fall unten in dem Bild, da steht das mal perfekt drin. Hier haben wir Glückstreffer für mehr Schaden, auch Mana wiederherzustellen. Und hier haben wir erhöhten Crit-Schaden von Feuerball und bei gesunden Gegnern sogar verdoppelt. Sehr krass. Fähigkeiten, wie gesagt, sind unten im Bild mit drin. Das gleiche gilt für das Paragon-Board. Ich möchte aber hier ein wenig erklären. Und zwar die Glyphen vor allen Dingen. Wieso wir die Glyphen genommen haben? Weil hier gibt es wahrscheinlich Streitpotenzial. Weil es gäbe hier auch nochmal sowas wie eine Glyphe wie Fackel, wo man für Willenskraftpunkte erhöhten Verbrennungsschaden bekommt und vor allem der zusätzliche Bonus nochmal mehr Schaden bei brennenden Gegnern. Ich habe mich dagegen entschieden, weil es A, kein Platz gibt, wo man viel Willenskraft bekommen kann. Also wäre es eher so ein Durchlaufer gewesen. Und da passen die anderen Glyphen, die ich hier gewählt habe, einfach besser. Kontrolle, gerade mit Teleport und Frostnova, macht ihr nochmal extremst mehr Schaden. Also wenn ihr euch das mal anschaut, was man da an zusätzlichen Bonusschaden bekommt, sobald man Teleportation oder Frostnova eingesetzt hat, Kontrolle, 115% mehr Schaden. Das mit dem Crit-Schaden obendrauf ist extremst krass. Dann das Ganze auch noch mit X versehen, das heißt multiplikativ, nicht nur additiv, also Kontrolle, extrem wichtig. Dann haben wir hier Zerstörung, muss man spielen, wenn wir auf Crit gehen. Gibt es kein Wenn und Aber.
Zerstörung muss man nehmen für den maximalen Crit-Schaden. Flammenfresser, ganz wichtig für mehr Schaden gegen brennende Gegner. Und dann nochmal Pyromane für die... für den Feuerschaden. Sorry, ich war gerade Brain AFK. Für den Feuerschaden. Und dazu, was habe ich unten mit reingeschrieben? Territorial, weil oft die Gegner nah bei einem dran sind. Die Idee war eventuell, Absorbierer zu spielen, weil ihr hier mehr Schaden macht, wenn ihr gesund seid, was gerade bei Bossen extrem helfen kann. Da habe ich mich aber speziell entgegengestellt. Ich denke, Skoppel wird das spielen, ich spiele das nicht, weil ich territorial und andere wichtiger finde. Vor allen Dingen kommt hier auch wieder das zu tragen, es gibt keinen geilen Platz für Willenskraft. Es gäbe hier Pyromane. Also so wie der Bild aufgebaut ist, es ist schwierig hier ein Spot zu finden, wo viel Willenskraft drin ist, wo man einfach reinkommt. Deswegen habe ich es so gebaut, wie ich es gebaut habe. Ich werde jetzt hier nochmal in Stufe 36 Albtraum Dungeon gehen, um euch zu zeigen, dass der Bild auch funktioniert, wenn die Gegner 10 Level über einem sind. Vor allen Dingen Mana habt ihr gar keine Probleme mit, das ist richtig krass. Also Mana, also wer Probleme mit diesem Bild mit Mana hat, der spielt den Bild falsch. Da muss man mal ganz genau gucken, ob er wirklich alles richtig hat. Weil ich habe jetzt Umbral nicht mal drauf, aber Umbral wird nochmal richtig krass boosten, der Aspekt auf dem Ring. Weil ihr halt immer die Chance habt, mit dem Stab, also Glückstreffer, das kann bis zu 60% hochgehen. Und ich kann euch gleich mal zeigen auf dem Feuerball, die Glückstrefferchance ist extremst auf dem Feuerball. Ich werde jetzt hier einmal durchgehen. Tunnel von Dormaen ist nicht mal einer meiner Lieblings-Dungeon, aber werden wir machen. Wichtig ist natürlich, wie performt der bei Elite. Haben wir hier irgendwo mal Elite? Hallo Elite, ich brauche Elite. So, eingefroren und dann, es platzt alles weg. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Wie hier einfach alles wegplatzt. Ich kann gleich auch mal die Ult zünden. Ressourcen immer voll, das ist natürlich auch wichtig. Death, muss ich sagen, ist ein bisschen, ich will nicht sagen problematisch, aber ihr wisst, Magier ist nicht das Death-Monster. Also Death könnte definitiv noch besser sein. Und ihr seht, ne, sobald ihr Crowd-Controlled macht, also einfrieren, also betäuben oder einfrieren, da platzt alles weg. Das macht nochmal richtig Schaden. Ach, ich muss hier Leute freilassen, ne? Aber darum geht es mir nicht. Es geht eher darum, den Bild hier einmal zu zeigen, wie der hier performt. Ich weiß nicht, wieso alle Tunnel von Dormaen so gut finden. Hier gibt es kaum Elite. Hallo, Elite. Wo seid ihr? Ich würde gerne nochmal die Ult zünden. Das Geile ist halt diese Synergie aus den ganzen Unix. Ich liebe das, wenn man viele Unix spielen kann. Ich weiß, der ein oder andere wird das hassen, weil dann das ein oder andere Unix fehlen wird. Aber ich liebe es, wenn ein Bild komplett nur aus Unix besteht. Weil dann fühlt es sich richtig so an, als wäre das vom Game so gewollt, das so zu spielen. Ich weiß, ich liebe das, dass hier fast alles über Unix läuft. Auf dem Kopf würde ich am liebsten auch noch ein Unix spielen und im Schmuck auch noch. Aber es ist schon geil. Ich drücke einmal Feuerball. Also man kann es natürlich auch gedrückt halten. Ich will es gleich mal bei einem Boss auch noch zeigen. So, da sind wir beim Boss. Monstrosität ist sogar ein guter Boss. Da kann man das gut showcasen. Wie man hier einfach die ganze Zeit gedrückt halten kann. Was natürlich geil ist, ist dieser Stein, der mich angreift. Das finde ich sehr nice. Und ja, ich hätte jetzt hier die ganze Zeit mit Umbral Max Mana. Ist jetzt hier natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich keine Abklingzeiten mehr habe, die ich einsetzen kann. Es geht aber trotzdem. Also, hat trotzdem super geklappt. Mache ich hier nochmal eben die Glyphe hoch. Pyromane. Noch die Sachen mit. Und ja, das ist der Feuerball-Bild. Ich kann nochmal hier eben ein Level machen. Oh, ich kann das nächste Tafelding holen. Yay. Das war der Feuerballbild. Lasst mal gerne eure Meinung zum Feuerballbild da. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Sehr über ein Follow auf dem Kanal. Ich werde auch ein Necro Blutwoge-Bild demnächst vorstellen. Den habe ich auch schon in der Pipeline. Der ist auch schon ready. Video dazu nehme ich gleich auf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Allgemein, ich freue mich extrem über die Resonanz aktuell auf den Videos, freut mich extrem. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, ich bin fast jeden Tag auf Twitch dabei, wenn ihr da Fragen oder so habt oder mal gerne mitspielen wollt oder mit im Clan sein wollt, weil nochmal Shoutout an unseren Clan. Wir sind mittlerweile 48 Leute, da haben wir noch ein bisschen Platz. Wenn ihr noch einen Clan sucht, kommt mit rein. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.